Meine Kumpels und ich waren in den 90ern regelmäßig in der Gaststätte Bootshaus. Das ist da zwischen Stuckstadt und Erfelgen, aber eigentlich war die Gaststätte nur unter dem Namen Fuchsbau bekannt. Woher kam der Name? Die Wirtin und deren Kinder hatten alle rote Haare. Ja, und die Besonderheit der Gastwirtschaft, es gab Rumpsteak und die waren wirklich so gut, dass selbst Gourmets aus Darmstadt vorbeikamen. Und wenn der Gerd einem dann noch einen Eichbaum brachte, war die Welt in Ordnung. Gestellt. So, du siehst ja mehr Keule, das wird gestellt aussehen. Ich weiß, Keule, das ist auch Keule. Stimmt so, mach ich jetzt mit.